Moin Leute, Muizi hier. Seit vorgestern, also Freitag, haben wir endlich Team Deathmatch im Spiel. Der Modus ist an sich jetzt nichts allzu atemberaubendes, also ist jetzt nicht außergewöhnlich besonders oder so. Aber für alle die, die einfach ein bisschen entspannt zocken und Kills machen wollen, ist der, denke ich, optimal, denn man muss halt einfach nicht auf Objective spielen. Darüber hinaus ist dieser Modus aber wahrscheinlich sogar der beste Modus, um Waffen zu leveln, und das möchte ich euch im heutigen Video einmal zeigen. Und dafür sind wir jetzt einmal direkt in einem Game drinne, denn ich möchte euch jetzt einmal zeigen, wie wir denn überhaupt so viele Waffen-XP zusammenbekommen. Ich nehme dafür jetzt einfach mal die ACR mit, die ist bei mir zwar schon auf Gold, wegen dem alten Waffen-Level-System, aber ich habe sie halt erst auf Level 122, also können wir das trotzdem noch sehr gut sehen. Okay, wir wissen ja so viel, dass wir für ein Waffenlevel 3000 XP brauchen und wir kriegen für normale Kills 100 XP. Das bedeutet, wir brauchen halt genau 30 Kills, um ein Waffenlevel zu machen. Nun, in TDM ist das jedoch ein bisschen anders. Denn wie ihr hier sehen konntet, da stand gerade Abschussserie und deswegen habe ich 150 Punkte für diesen Kill bekommen. Und diese 150 Punkte gehen auch direkt aufs Waffenlevel. Die Sache dabei ist jetzt noch, dass ich halt nicht nur für den zweiten Kill 150 XP bekomme, sondern immer bei jedem weiteren Kill immer nochmal 50 Punkte mehr als bei dem Kill zuvor. Das bedeutet, ich bin jetzt wieder auf 2er-Streak. Wenn ich jetzt noch einen Kill mache, dann bin ich halt auf 3er-Streak und bekomme dann halt 200 XP für diesen Kill. Und wenn man da wirklich extrem krasse Streaks macht, dann kann man halt wirklich extrem krass leveln. Die Spinne nimmt mich wieder komplett auseinander. Oh Gott. Wie lebe ich? Oh nein, was geht hier ab? Okay, da haben wir es direkt gesehen. 200 Punkte für den dritten Kill bekommen. Man kann das wirklich, wenn man richtig geile Streaks macht, dann kann man da wirklich extrem viele Punkte machen. Ich hatte gestern eine Runde, wo ich insgesamt 3000 Punkte am Ende der Runde zusammen hatte. Das war auch, by the way, die mit Abstand höchste Runde, die ich je hatte. Also von den Punkten her. Vorher war ich, glaube ich, auch schon mal bei 10.000, aber höher nicht. Also mit so einer richtig hohen Gunstreak kann man da wirklich unfassbar viele Kills machen. Und ich hatte in dieser Runde halt so eine 19er Gunstreak. Gestern hat mich, by the way, auch ein Zuschauer auf Twitch auf etwas aufmerksam gemacht, was jemand auf Reddit gepostet hat. Hier sehen wir zum Beispiel, dass wir für eine 5er Killstreak insgesamt 1000 XP bekommen. Bei einer 10er Killstreak sind es schon über 3000 XP. Und das heißt, wir machen direkt schon mit einer 10er Killstreak ein Level. Bei einer 15er Killstreak sind es dann direkt schon über 2 Level. Und bei einer 20er Killstreak sind es dann schon fast 4 Level. Und wenn wir eine fucking 54er Killstreak machen, also das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass das irgendwer von uns macht, denn Team Deathmatch geht halt nur bis 100. Und dann müsste man halt 54 Kills ohne zu sterben machen, was natürlich absolut brutal wäre. Aber angenommen mal, man würde das machen und würde die ganze Zeit ein und dieselbe Waffe benutzen, da könnte man die Waffe von Level 1 auf Level 200 machen. Dafür bräuchte man dann gleichzeitig auch ein Doppel-XP-Wochenende und einen Doppel-Waffen-Booster, aber trotzdem wäre das absolut krank. Was hier natürlich auch noch nicht mit einbezogen wurde, ist, dass nächste Woche ja die Waffenlevel wieder angepasst werden, beziehungsweise die Geschwindigkeit wieder angepasst wird, sodass ein Level halt nur noch die Hälfte von dem, was es jetzt gerade braucht, benötigen wird. Also Team Deathmatch ist auf jeden Fall ein Modus, der sich unfassbar krass fürs Waffenleveln eignet. Ich würde sagen, wir machen jetzt spaßeshalber einfach mal 20 Minuten Waffen-EP-Booster an und dann versuche ich mal eine geile Streak zu machen. Was man natürlich auch noch bedenken muss, ist, dass wir in anderen Modi durch die ganzen Objectives zwar auch gute XP an sich machen können, aber halt nicht so gute Waffen-XP, weil diese ganzen Objective-XP natürlich nicht auf die Waffen-XP draufgehen. Also wir leveln jetzt nicht, wenn wir eine Flagge einnehmen, die Waffe hoch. Das ist ja komplett klar. Und deswegen ist Team Deathmatch auf jeden Fall, also ohne Frage, der beste Modus zum Waffenleveln. Und was man hier auch noch bedenken sollte, ist, dass es vielleicht geändert werden könnte, weil es halt schon ziemlich stark ist für Leute, die ganz gut sind in dem Spiel. Also es könnte halt schon durchaus sein, dass die da vielleicht eine Gap reinsetzen, dass du halt nicht mehr ganz so viele Punkte bekommst, wenn du auf einer hohen Streak bist. Dass es vielleicht nur noch so bis 10er Killstreak geht. Und ab da du die ganze Zeit halt nur so viele Punkte bekommst, wie als wenn du dauerhaft eine 10er Streak hättest. Deswegen, wenn ihr eure Waffen leveln so... Oh Gott, was geht ab? Deswegen, wenn ihr eure Waffen leveln wollt, dann würde ich euch empfehlen, das möglichst bald zu tun und dafür auf jeden Fall den Modus hier zu benutzen. Okay, jetzt wird es aber Zeit, hier mal ein bisschen weiter die Streak aufzubauen. Bin schon gut auf 7er Streak. Also wenn ich so eine 15er Streak oder so hätte, wäre das absolut Träumchen, denn das würde wirklich krank viel EP geben. Jetzt habe ich aber ein Problem, weil ich habe keine Muni mehr. Fuck. Ich brauche eine andere Waffe. Toll, M4. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne die ACR weitergenommen. Wenn wir dann besser gesehen hätten am Ende der Runde, wie viel XP ich gemacht habe. Nur für die eine Waffe, beziehungsweise nur in dieser einen Streak. Sehe ich jetzt halt leider... Ja, scheiße, jetzt bin ich sowieso tot. Fuck. Bitte tut einfach irgendwas gegen diese Munitionsprobleme. Ey. Bringt irgendwas rein, womit man Munition wieder auffüllen kann. Was machst du da oben? Junge.
Let's go, das ist echt eine geile Lobby, Junge. Aber wenn wir hier mal aufs Scoreboard gucken, hier sehen wir direkt mal einen übelsten Unterschied. Ich habe 4300 Punkte und der zweite Mate hat 900 Punkte. Also mit Streaks kann man hier einfach unfassbar viele Punkte machen. Nicht nur für die Waffen, sondern auch so fürs Level an sich. Okay, jetzt wird Zeit, mir wieder eine geile Streak aufzubauen. So einer läppischen 9er Streak kann ich mich auf jeden Fall noch nicht zufrieden geben. Komm her, bitte. Bitte nicht. Nice, wieder auf 5er Streak. Oh mein Gott, Digga. Warum ist die Semtex in der Luft explodiert? Triple Kill gemacht, ich fasse es nicht. Ja, da oben. Beim Türmchen. Junge! Chill mal. Was sind wir denn? Einen ruhigen. Let's go. Darf nur nicht sterben, das ist ein Träumchen. Wieder auf 6er Streak. 7. Oh nein, er snipt mich. Oh mein Gott. 7er Streak. Ich kann jetzt leider keine. Oh Gott. Ey, diese Semtex, ne? Ich kann jetzt leider keine. 15 könnte ich eventuell noch schaffen. Aber erstmal muss ich gucken, dass ich nicht sterbe. Überhaupt. Nein, Digga, wieder auf 8er tot, Mann. Ich komme halt leider nicht dazu, hier wirklich so eine kranke 15er oder sowas aufzubauen. Ey, wirklich, dieser Typ, ne? Könnt ihr bitte diese Phantoms nerven? Ich hasse es wirklich. Ich kann es nicht sehen, dass ich immer gegen diesen Phantom verrecke. Nur weil er 25 AP mehr hat, Junge. Das ist doch einfach nur bescheuert, oder nicht? Okay, let's go. War jetzt nicht so atemberaubend, tatsächlich, die Runde. Ich meine, es war in Ordnung. Ich hatte jetzt einmal so eine 9er und einmal eine 8er Streak. Und sonst noch ein paar Streaks. 9460 Punkte insgesamt. Und wir müssen aber bedenken, diese ganzen Punkte gehen alle auf die Waffenpunkte drauf. Das heißt, wenn ich ohne Doppel-XP gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall über 3 Level gemacht. Mit Doppel-XP sollte ich jetzt 6 Level auf der ACR gemacht haben. Denn soweit ich weiß, habe ich keinen anderen Kill gemacht. Also mit keiner anderen Waffe. Okay, wir gucken direkt mal auf die XP. Von 122 auf 129 gelevelt. Also 7 Level in einer Runde. Wir müssen natürlich bedenken, wir hatten jetzt Doppel-XP drin, klar. Und es waren auch nicht ganz 7 Level. Es waren eher so 6,5. Und ohne Doppel-XP wären es dann halt, wie gesagt, ein bisschen über 3 gewesen. Was aber trotzdem absolut krass ist. Das hätte man in einem anderen Modus halt nicht machen können. Es sei denn, man macht halt wirklich so 80, 90 Kills oder sowas. Ja, und ich glaube, das war soweit eigentlich auch schon Beweis genug dafür, dass man in TDM einfach unfassbar schnell seine Waffen hochbekommt. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob das überhaupt gewollt ist oder ob das vielleicht auch so eine Art Glitch ist oder so. Denn klar, es macht absolut Sinn, dass man halt mehr XP bekommt, wenn man eine geile Killstreak aufbaut. Denn das hat man dann auch absolut verdient. Das kompensiert man somit auch ein bisschen mit diesen anderen Modi, da man in TDM natürlich keine Objective-Punkte bekommen kann. Aber ob es wirklich gewollt ist, dass man seine Waffen teilweise so extrem schnell hochleveln kann, das ist halt ziemlich fraglich. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Art Glitch oder zumindest noch nicht wirklich gut durchdacht gewesen. Und deswegen kann es auf jeden Fall sein, dass das bald überarbeitet wird und halt deutlich genervt wird. Wenn ihr also ein paar Waffen habt, die ihr noch hochleveln wollt, dann benutzt dafür auf jeden Fall Team Deathmatch. Und ich würde mich da an eurer Stelle auf jeden Fall auch ein bisschen beeilen. Denn wie gesagt, kann es auf jeden Fall sein, dass das bald geändert wird. Aber gut, das war es soweit auch schon zum heutigen Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn es der Fall war, lasst auf jeden Fall sehr gerne noch eine Bewertung da. Und wenn ihr neu hier seid, dann sehr gerne auch ein kostenloses Abo. Ansonsten bedanke ich mich noch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.